Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch einen Nintendo GameCube in der Resident Evil 4 Limited Edition. Alle weiteren Informationen zu dieser Konsole und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Konsole und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nintendo GameCube in der Resident 4 Limited Edition. Das Spiel Resident Evil 4 ist im Januar 2005 erschienen und anlässlich dieses Spiels gab es eine eigens designte, gebrandete Nintendo GameCube. Ja, so sieht das aus. Wir haben hier eine mehr oder weniger quadratische Box. Auf dem Boxdeckel drauf haben wir hier direkt die Konsole abgebildet. Hier in dem Resident Evil 4 Design. Ansonsten hier in Silber gehalten die Box. Hier oben lesen wir noch Mikroprozessor, Technologie und Nintendo Capcom. Und dann haben wir hier nochmal Nintendo GameCube, das Logo. Resident Evil 4 Limited Edition. Das Ganze ist ab 18 Jahren, dem Spiel entsprechend. Und hier links haben wir noch den Hauptcharakter von Resident Evil. Ja, ansonsten auf der linken Seite nochmal GameCube-Logo plus Warnhinweise. Auf der Unterseite haben wir hier einmal einen Controller und einmal die Konsole abgebildet. Auf der rechten Seite genauere Infos, so technische Details und so weiter und so weiter. Und auf der Oberseite haben wir, Moment, wir drehen das mal kurz um. So, diverse Figuren aus dem Spiel und nochmal im Detail beschrieben, dass sich hier eben die Konsole drin befindet, der Controller und Resident Evil 4 in einer Limited Edition. Ja, auf der Rückseite auch hier nochmal jede Menge Text, Infos und technische Details. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen, einfach das Video kurz anhalten und ein Barcode ist natürlich auch noch mit dabei. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze geht hier aufzumachen und dann lässt sich das hier wunderbar öffnen. So, als erstes haben wir hier einmal das Spiel an sich. Dann haben wir diverses Kabelmaterial, das hier noch in so Plastiktäschchen verpackt ist. Ein zweites Kabel, dann der Controller, die Konsole an sich und dann haben wir hier noch so diverse Broschüren und Bonusinhalte. Mehr ist jetzt nicht drin, genau, die Schachtel ist leer. Packen wir dabei mal zur Seite. So, dann holen wir mal die einzelnen Sachen hier noch aus der Folie. Machen hier nochmal kurz Platz. So, Folie Nummer 1. Dann Nummer 2. Hier ist der Controller. Dann das nächste Kabel. Das kommt hier in einer ziemlich langen Verpackung, also das hat man hier sehr großzügig verpackt in diesem Schlauch und ein weiteres Kabel. So, das war's jetzt zu den ganzen Folien. Dann machen wir mal hier nochmal kurz Platz. So, und dann starten wir natürlich mit dem Spiel an sich. Das ist dieses hier, Resident Evil 4. Der Titel ist aber nicht der vierte der Reihe. Also es ist zwar von der Nummerierung Nummer 4, allerdings ist es, wenn man alle Teile der Serie sieht, Teil 6. Denn es gab ja Teil 1, Teil 2, Teil 3, also die waren durchnummeriert. Dann gab es allerdings noch einen Zwischenteil, der nannte sich Code Veronica. Und dann gab es auch noch Resident Evil Zero. Und nach diesen beiden, die dann 4 und 5 waren, gab es dann eben den sechsten Teil, der dann wieder Resident Evil 4 durchnummeriert wurde. Ja, ansonsten das Ganze, wie gesagt, ab 18 Jahren. Hier haben wir auch noch die Info, dass sich hier zwei Spieldiscs drin befinden. So sieht das aus auf der Seite. Auf der Rückseite auch nochmal kurz die Infos zum Spiel. Also wo wir hier gelandet sind. Und ansonsten hier noch Bewertungen, Barcode und so weiter und ein paar Fotos zum Spiel. Okay, von innen sieht das Ganze so aus. Als erstes haben wir hier mal so kleine Info,
Broschüren. Einerseits natürlich zum Spiel. Bedeutet, hier sind auch nochmal so Informationen, Hintergrundinfos zum Spiel, aber natürlich auch zur Steuerung und irgendwelche Tipps und Tricks, wie man in dem Spiel besser klarkommt. Dann haben wir hier noch Flyer zu anderen Spielen und dann hier noch generell zu GameCube. Ja, okay, das ersparen wir uns jetzt im Detail. Packen diese Broschüren wieder rein und schauen uns das an. Also, hier haben wir die erste Disc. Disc 1 ist auch hier nummeriert, hier kann man es lesen. Und dahinter Disc Nummer 2. So sieht das aus. Also, zwei Spieledisks hier mit dabei. Die fallen recht klein aus, so war das damals bei der GameCube. Also die hatte keine regulären CDs, wie man es jetzt vielleicht von einer Xbox oder PlayStation kennt. Also Discs. Nein, man hat hier etwas kleinere Formate. So, als nächstes haben wir die Konsole an sich. Die kommt hier in so einem Silber- bzw. Chrom. Hier dann das schwarze Resident Evil 4 Design, kreisförmig. Ansonsten ist die nicht weiter gebrandet, also es bezieht sich hier wirklich auf den Deckel, das Branding. Ansonsten hier alles schlicht und einheitlich in Silber-Schwarz. Von der Unterseite sieht das so aus. Und dann haben wir natürlich auch passend zu der Konsole den Controller. Das ist dieser hier. Der ist ebenfalls gebrandet. Also genau wie auch die Konsole hat man den hier gebrandet. Zwar nicht mit so einem kreisförmigen Logo, aber wenn wir das ganze Kabel da mal entwirrt haben, so, dann kann man sehen. Aber man hat zumindest hier den Controller gebrandet mit dem Schriftzug und dem Vierer. Ja, ansonsten dieser auch in Schwarz und Chrom gehalten, bis auf diesen einen Aufdruck hier im Zentrum, sonst nichts weiter, was auf Resident Evil 4 schließen lässt. Dann haben wir noch weiteres Bonusmaterial, also in diesem Fall so Infos und Broschüren. Einerseits mal so ein Infoflyer zu einem Lösungsbuch, also so ein Guide, damit man hier leichter überlebt oder leichter durch die Geschehnisse kommt. Ja, dann hier noch irgendwelche Gebrauchshinweisungen, Anleitungen, generell so zum Thema GameCube und Controller und hier auch nochmal so ein fettes Handbuch. Ja, ich glaube, die müssen wir uns jetzt nicht weiter anschauen, das wäre eher langweilig. Aber wir haben auch noch Kabel mit dabei und zwar einmal hier dieses, also das Anschlusskabel mit hier rot, weiß und gelb, damit man das Ganze dann entsprechend anstecken kann an den Fernseher, wo immer man möchte. Und wir haben noch ein weiteres Kabel, das das Stromkabel darstellt für den GameCube. Also hier mit dem Netzteil kann man dann das gute Ding mit Strom versorgen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Stromkabel, ebenso wie auch hier das Kabel für den Fernseher. Dann haben wir natürlich den Controller, der hier in dem Resident Evil 4 Design kommt, mit dem Branding hier in der Mitte. Die Konsole an sich, die natürlich gebrandet ist. Dann diese Broschüren und Infos. Und natürlich das Spiel an sich, hier mit den zwei Spieldiscs. Jawohl. So. Das alles in dieser wunderbaren Box, Nintendo GameCube Resident Evil 4 Limited Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Konsole bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Resident Evil unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao.